Damokles war ein großer Krieger. Ein gefeierter Heerführer einer großen Armee. Seine feigen Generäle verließen ihn. Nemesis, die Rachegöttin, gestattete Damokles als Rachegeist auf die Welt zurückzukehren. Als Centurio, in pechschwarzer Rüstung, der die Generäle, die ihn verraten hatten, bis auf den letzten Mann auslöschte. Damokles. Marius Titus, du bist ein General Roms. Ich habe dich hierher gebracht, um mich vor Damokles zu schützen. Aber du bist Damokles! Götter helft! Du bist Damokles! In der Tat. Und meine Geschichte ist fast zu Ende. Ich war besessen von einem Gedanken, einem einzigen Wunsch. Dem Wunsch nach Rache. Rache gegen Kaiser Nero, der meine Familie abschlachten ließ. Rache gegen seine abscheulichen Söhne, die meine Legion verrieten! Um meine Rache auszuüben, musste ich dahin zurückkehren, wo alles begann. Nach Hause. Auf meiner Reise nach Rom umgab mich die Gefahr. Das Verderben Britanniens hatte auch diese Stadt erreicht. Hungernde Flüchtlinge aus dem einst freien Rom füllten die Straßen und erzählten von Raub und Folter. Das Gesetz lag in Trümmern. Mein einziger Lebenszweck war es, nach Rom zurückzukehren und euer Unheil zu beenden, Nero. Zu verhindern, dass ihr mein geliebtes Rom vernichtet. Und es dem Volk zurückzugeben. Warum? Warum? Oh Kaiser, warum? Erreiche die Villa deiner Familie, ja. Okay, also wir sind Damokles. Heißt das also, dass wir gestorben sind? Ich glaube, wir sind eben gestorben und wurden dann wiederbelebt von der Rachegöttin. Denn der Damokles wurde ja laut der Legende auch, also der ist ja auch gestorben. Und die Rachegöttin, Nemesis oder wie sie jetzt hieß, hat ihn wiederbelebt. Also sind wir ein Untoter oder was? Okay. Wir sind auf jeden Fall wieder in Rom. Und ja. Wir sind fast beim Ende, sagte er schon. Das heißt, ich glaube, das Spiel wird nicht mehr lange dauern. Erreiche die Villa deiner Familie, ja. Und überall sehen wir Flüchtlinge. Alles Opfer der Barbaren, aber eigentlich sind sie ja Opfer Neros. Ave Nero. Das ist ein Bild, wo jemand Nero den Kopf abschlägt. Nero war ja auch sehr unbeliebt als Kaiser, beziehungsweise eigentlich das Volk. Ich an. Bestrafe die Prätorianer, die meinen Bruder erhängten. Ersäufe sie und alle ihre Geliebten im Tiber. Ja, der Tiber ist übrigens der Fluss, der durch Rom fließt, wollte ich mal so erwähnen. Nero war im Volk, also der echte Nero, war im Volk eigentlich sehr beliebt, aber die Senatoren haben ihn nicht gemocht. Weil er auch ein bisschen durchgeknallt war. Muss man jetzt mal so sagen. Also er war nicht der klassische Kaiser, sagen wir es mal so. Aber das wäre jetzt zu viel, um das zu erklären. Ich will jetzt auch keine Geschichtsstunde hier abhalten, sondern mit euch das Spiel genießen. Und deswegen geht es hier weiter. Mit Rise, Son of Rome und nicht mit einer Geschichtsstunde. Ach, hier waren wir da auch mal, oder?
Prätorianer. Genau hier waren wir doch mal. Was haben wir denn hier? Einen tapferen Helden? Einen kampferfahrenen Veteranen? Die Schwerter weg oder ich werde euch auf der Stelle töten. Ja, auf ihn! Alter, wollten die gerade die Frau vergewaltigen? Das geht ja gar nicht, ey. Jetzt muss ich die echt... Also ohne Spaß, ey. Was für Arschlöcher. Dafür töte ich die echt gern, ey. Scheiß Vergewaltiger, ey. Ihr seid Scheißkerle, ey. Ganz ehrlich. Keine Gnade, ey. Alter! Aber wie kann ich die heftigen Angriffe von denen immerhin abwehren? Wobei auch nicht immer. Die sind auch ziemlich hart. Man muss dazu erwähnen, Prätorianer waren die Elite-Kämpfer Roms. Das waren auch diejenigen, die die Kaiser immer beschützt haben. Oh. Alter. Och Mann, jetzt hätte ich ihn fast finishen können. Ist doch scheiße. Ja, den haben wir jetzt mal. Nee, ihr seid Mistkerl, Alter. Falsche Taste gedrückt, Mist. Dann kriegen wir auch weniger Gesundheit, glaube ich, wenn ich die falschen Kombos drücke. Egal, kommt jetzt. Jetzt machen wir die platt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zwei schwere Angriffe. Ach, die sind aber auch... Alter. Die sind auch ganz schön hartnäckig, diese Prätorianer. Aber wie gesagt, das sind auch die Elite-Kämpfer der Römer gewesen. Och Mann. Irgendwie verstehe ich das nicht. Eben konnte ich auch die schweren Angriffe abwehren. Egal, den haben wir. Jawohl, zwei legendäre Treffer. Dafür kriegen wir auch ordentlich Gesundheit. Wieso ermordet, ganz ehrlich? Ich habe hier niemanden ermordet. Das sind hier Verbrecher. Ich habe gerade ein paar Verbrecher umgebracht, ja. Man sollte mir danken. So, ich glaube, hier muss man hoch, ja. Weil hier waren wir auf jeden Fall schon einmal, vielleicht erinnert ihr euch, ja, das war ganz am Anfang des Let's Plays. Da wurde hier irgendwer auch erschossen, ich glaube auf der Tribüne dort. Und so ein Redner war das. Ich glaube der Freund unseres Vaters oder so. Ist aber jetzt auch schon ein paar Folgen her. So. Dann schauen wir mal. Ein Legionär hat Atticus und Janus ermordet. Da ist jemand drin. Ihr zwei, seht mal nach. Lächerlich, nur zwei Gegner, ey. Die machen wir doch platt. Wir haben gerade sechs Leute umgebracht. Zurück auf eure Post. Ah, okay. Die gehen wieder weg. Ich wollte schon sagen, ey, zwei. Ich muss runter von der Straße, wenn ich Ärger vermeiden will. Ja, das stimmt. Weil wir sollten jetzt auch nicht übermütig werden, sage ich mal. Oh, da gibt's Munition. Die sollten wir vielleicht doch mal mitnehmen. Wobei ich echt irgendwie nicht mehr weiß, wie man nochmal die Pilar geworfen hat. Herum. Wir müssen ihn finden. Nee, hier treibt sich jemand rum, der euch eure gerechte Strafe bringt, ihr Arschlöcher. Scheiß Vergewaltiger und andere. Alter. Brandstifter und Räuber und was auch immer ihr alles seid. Junge, Junge. Och Mann. Oh Gott, Alter. Ihr seid ganz schön feige, wisst ihr das? Ich bin hier alleine. Und muss. Oh Gott, gegen vier gleichzeitig kämpfen. Das ist doch scheiße. Egal. Wir kriegen die trotzdem platt. Oh Gott, denn wir sind der... Oh Gott, wir sind Marius. Wir sind Damokles, besser gesagt. Wir sind nicht mehr Marius, wir sind jetzt Damokles. Wir sind also eine Art Gott. Also, was wollen die gegen einen Gott anrichten, ja? So... Aber die haben irgendwie... Wobei ich finde, unsere Rüstung finde ich schöner als diese Rüstung von denen. Die Rüstung von denen sehen irgendwie merkwürdig aus. Hier so blau halt und so. Ich weiß nicht, da finde ich unsere rote Rüstung irgendwie cooler. Müssen wir nicht eigentlich eine schwarze Rüstung haben? Hatte Damokles nicht eine schwarze Rüstung? Naja, vielleicht kriegen wir ja noch eine neue Rüstung, wer weiß. Wäre auf jeden Fall cool. Weil ich glaube, das ist eigentlich fast egal, was für eine Rüstung wir tragen. Die schützt uns dann auch nicht besser, leider. Aber sieht halt ein bisschen anders aus. Mal was anderes als immer diese gleiche Rüstung. So. Boah, das sieht cool aus. Das sieht echt schön aus. Da das Kolosseum.
Welches zu Kaiser Neros Zeiten ja noch gar nicht gebaut war. Das habe ich übrigens auch schon mal erzählt. Wo sind hier noch welche? Ah, da. Na, kommt doch her. Oder waren das jetzt alle? Ich glaube, das waren alle. Na dann. Das war ja easy. Also so kann das ruhig weitergehen. Oh. Ne, da lebt noch einer. Komm. Dann gehen wir wieder zurück. Warum auch immer da jetzt noch einer lebt. Aber ich glaube, das sind jetzt alle gewesen. Alles klar. Können wir die Vasen eigentlich kaputt schlagen? Nö. Wollte ich mal testen. Ne, da müssen wir nicht lang. Aber warum müssen wir jetzt eigentlich zur Villa unserer Familie? Da sind doch alle tot. Das verstehe ich gerade irgendwie nicht. Vielleicht einfach, damit wir einen Unterschlupf haben oder so. Das kann sein. Genau. Zurück mit... Ah. Ihr seid gleich tote Prätorianer, besser gesagt. Nicht nur Prätorianer, ja. Denn ich bin Damokles, Alter. Ich bin ein Gott. Also. So, oh Gott. Alter. Du feige Sau. Du wolltest dich von hinten anschleichen, aber nix da. Jetzt gibt's auf die Fresse. Oh, komm, ey. Deine jämmerlichen Angriffe werden dich auch nicht retten. Oh, wie viele das aber auch sind, ne? Also, Alter. Weißt du, wir bringen davon so viele um, dass sie nicht irgendwann mal einsehen, dass es eigentlich bescheuert ist, gegen uns zu kämpfen, oder? Also ganz ehrlich, die sind nicht gerade schlau. Die sehen, dass wir irgendwie 20 Leute von denen umbringen. Ja, und dann sagen die sich, ja, dann machen wir weiter, dann kämpfen wir weiter gegen den. Ich meine, das bedeutet immerhin, dass sie nicht feige sind. Zumindest, ja, wobei eigentlich sind sie feige. Ich meine, die kämpfen immer zu dritt, zu viert oder sonst wie in der Überzahl jedenfalls gegen uns. Statt dass sie mal Mann gegen Mann kämpfen, kämpfen die nur in großen Gruppen gegen uns, die Feiglinge. Ach komm, ey. Oh. Oh Mann, ich hasse das, wenn die mit ihre schweren Attacken raushauen, ey. Und ich die dann nicht blocken kann, das ist so nervig. Na egal, der ist jetzt tot. Wir haben ein bisschen Gesundheit dazu bekommen. Ich weiß, wir könnten das auch ändern auf Erfahrung, aber das ist mir eigentlich ziemlich egal, denn wir haben so viel Erfahrung schon. Freunde, schaut euch unsere Lebensbalken an. Wir haben ja eh schon mal, wir haben ja mal geskillt, wenn ihr euch erinnert. Das ist aber auch schon wieder ein paar Folgen her. Wo muss man denn jetzt lang? Ich glaube, da muss man nicht lang. Ah, da. Das sieht mir aus wie ein Weg. Ja, einfach mit dem Fuß da durchbrechen. Oh, das ist eine schöne Statue. Das ist so ein Ziegenbock, oder? Ist das, wie heißt denn der nochmal? Ich weiß nicht mehr, wie heißt denn der nochmal, diese Gottheit? Ich komme nicht drauf. Ich wusste das mal, aber egal. Boah, das Spiel sieht echt hübsch aus. Und jetzt im Moment ruckelt es zum Beispiel gar nicht. Also ich verstehe das einfach nicht. Manchmal ruckelt das wie der Teufel, sage ich mal. Und dann ruckelt es mal wieder gar nicht. Also ich meine, ich beschwere mich nicht, dass es jetzt gerade nicht ruckelt, aber seltsam ist das schon. 59! Wie viele noch? Etwa 100. Oben an der Via Augusti hat jemand Neros Gesicht auf einen Pferdearsch gemalt. Keine gute Idee. Kollektivstrafe. Wir richten die ganze Straße hin. Neros Gesicht auf einem Pferdearsch. Ist doch schön. Ey, ganz ehrlich, was ist denn das für eine Scheiße? Der Nero, ja? Der bringt seine eigenen Leute also wirklich um. Alter Schwede, ey. Also das... Ich muss ja sagen, ich hoffe, dass wir den bald umbringen. Also eben sah das ja so aus, als wenn wir...
den irgendwie umbringen wollen. Und ganz ehrlich, mache ich gerne. Freue ich mich schon drauf. Hoffentlich bringen wir auch seine Söhne um. Sind ja auch ziemliche Auschlöcher. Auschlöcher, ja. Arschlöcher, würde ich sagen. So. Wo geht's denn lang? Ach so. Alles klar. Ich glaube, jetzt sind wir sogar schon zu Hause, oder? Boah, ist alles hier... Schaut euch mal an, wie kaputt hier alles ist. Boah, Junge. Alles total heruntergekommen und so. Meine Güte. Das sah auf jeden Fall mal anders aus. Und hier sind wir doch mal durchgegangen. Es gibt kein sauberes Wasser. Keine sanitären Anlagen. Keine Unterkunft. Und Essen? Welches Essen? Ich muss darum betteln. Hast du dich verirrt? Nein. Ich bin daheim. Nicht wie du es in Erinnerung hast, was? So wie alles in Rom. Ja, das stimmt. Da hast du recht, mein Lieber. Da hast du recht. Leider. Wirklich leider. Ach ja. Das gute Rom. Total verkommen und heruntergekommen. Junge, da... Ja. Wenn man das sieht, dann weiß man schon Bescheid. Scheiß Nero, ey. Scheiß Commodus und überhaupt. Oh Gott, unser Haus. Total kaputt und heruntergekommen, so wie das aussieht hier. Du siehst, Marius, erwarten uns unsere größten Feinde nicht immer in fernen Landen. Wer bist du? Warum ist das geschehen? Mein Vater war ein Held Roms. Dein Vater war ein großer General und ein beliebter Senator. Zu beliebt vielleicht. Der Kaiser ist ein neidischer Mann. Ein kleinlicher Mann. Dein Vater lebte, um Rom zu dienen. Kaiser Nero dient nur sich selbst. Er trachtet nach Macht um ihrer selbst willen. Er hält sich für einen Gott. Ein kalter Wind aus dem Norden hat dem Kaiser giftige Worte eingeflüstert. Dein Vater und andere Männer wie er wollten Rom an das Volk zurückgeben. Also ließ der Kaiser sie ermorden. Schließlich ist es das, was Kaiser tun. Die Beute seiner Gier wurde unter seinen Söhnen aufgeteilt, Basilius und Commodus. Er überhäufte sie mit Macht und Verantwortung, derer sie nicht würdig waren. Rom lässt seine Kinder im Stich, Marius. Du bist ein wichtiger Stein im Spiel der Menschheit. Und musst, wie wir alle, deine Rolle spielen. Damokles, Geist der Rache. Das Schicksal des Reichs liegt in deinen Händen. Rette Rom. Rette Rom vor ihnen.